Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie es wäre, wenn man Minecraft nur auf einem einzigen Block spielen würde? Nein, ich auch nicht, ehrlicherweise. Aber genau das werden wir heute machen. Und zwar werden wir versuchen, 100 Tage in genau diesem Projekt zu überleben. Das heißt, wenn das gut bei euch ankommt und wir nicht vorher komplett gestorben sind. Und zwar haben wir insgesamt genau 3 Versuche. Das heißt, wenn wir dreimal gestorben sind, ist das Ganze vorbei. Und das Ganze funktioniert so. Es gibt in der Mitte einen Infinity-Block und immer wenn wir draufschlagen, kommen bestimmte Sachen raus. Das kann Dreck sein, Holz, Monster oder noch Dinge, von denen ich noch gar nichts weiß. Wenn ihr mehr von dem Ganzen sehen wollt, lasst auf jeden Fall jetzt ein Like und ein Abo da. Ich will auf diesem Video mindestens 100 Likes sehen. Schaffen wir das überhaupt? Keine Ahnung. Und falls ihr Bock drauf habt, mit mir zusammen mal Minecraft zu spielen, dann schreibt unbedingt euren Namen in die Kommentare rein. Ich wähle dann 1 bis 2 Leute aus und dann geht's ab. Okay, Freunde, hier sind wir zu einer neuen Ausgabe von Was kann ich Unnützes in Minecraft machen? Und zwar sind wir hier auf einem Block. Und die Optionen sind einfach. Ich könnte runterspringen und sterben. Oder wir brechen jetzt einfach diesen Block hier kaputt. Ich würde sagen, ich springe jetzt runter. Spaß, wir machen natürlich den Block kaputt. Oh mein Gott, Erde. Let's go. Was kriegen wir noch? Irgendwelche Monster, Dämonen, Schweinis oder einfach Holz? Boah, Holz ist richtig wichtig für den Anfang. Das heißt, wir können uns verschiedene Gegenstände craften. Oder aber wir machen das so wie ich und ich stecke das einfach in die Tasche rein. Hey, das ist eine Kiste. Mit Äpfeln und noch ein bisschen anderen Gemüse. Okay, das ist schon gar nicht so übel. Können wir unsere Insel jetzt aufbauen? Ich glaube, das geht nicht auf einer Kiste, kann das sein? Ich will unbedingt die Kiste abbauen. Komm schon, Onkel Kisti. Komm zur Gruppe dazu. Ich will Sachen drin verstauen. Ich will meine Welt aufbauen, so wie sie mir gefällt. Perfekt, wir haben die Kiste. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen hier was aufbauen. Ich habe gelernt, wenn man das Ganze gedruckt macht, kann man nicht runterfallen. Schmerzhaft habe ich das Ganze erlebt. Ja, sieht doch schon ganz gut aus, oder? Dann gehen wir jetzt hin und machen Crafting Table. Wartet kurz einmal die Eichenholzdinger. Dann machen wir daraus ein Crafting Table. Ich habe schon ein bisschen was gelernt. Ich sag's euch, hier könnt ihr auch was lernen. Jetzt machen wir süße Stöckis noch. Ach so, warte mal. Und jetzt müssen wir Sachen aufstellen. Einmal die Kiste. Die platzieren wir hier. Oh mein Gott, ich habe gar keinen Platz gerade. Und hier den Crafting Table. Was ist das, Leute? Guckt euch das mal bitte an. Ich bin auf der kleinsten Insel der Welt. Was ist das bitte? Ja gut, Leute, das soll es vom Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nein, Spaß, wir fangen doch gerade erst an. So, als nächstes müssen wir jetzt irgendwie hingehen, mal zum Crafting Table. Wir machen uns jetzt einen Gegenstand und zwar... Ich habe ja gar keine Sachen dabei. Das Einzige, was ich machen kann, ist einfach eine Schaufel. Ja, Mann, ich wollte doch noch was bauen. Ja gut, dann brauchen wir mehr Holz. Ich würde sagen, wir machen das aber mit meiner Faust, weil die ist stärker. Komm schon, gib mehr Holz. Sehr gut. Das können wir jetzt craften. Wartet kurz, ich mache das eben fertig. Als nächstes würde ich sagen, machen wir eine Spitzhacke fertig. Zap, zarab, kein Problem für mich. Ich kenne mich gut aus. Und siehe da, Spitzhacke ist am Start. Oh, hoffentlich kriegen wir noch mehr Holz. Ich brauche eine Holzaxt. Ganz, ganz wichtig. Aber erstmal gibt mir mehr Dreck, Dreck, Dreck. Ich will die Welt erweitern. So, die bauen wir jetzt noch ein bisschen aus hier. Oh Gott, ich will nicht runterfallen. Ich weiß nicht genau, wie viel Leben wir haben. Aber ich hoffe mehr als eins. Nicht, dass wir runterfallen und sofort tot sind. Das wäre irgendwie ziemlich langweilig. Ja gut, Leute, willkommen in meiner neuen Welt. Wie gefällt sie euch? Da, wir kriegen immer mehr Holz. Ah, Schweini ist da. Schweini, willkommen. Hallo, wie geht's dir? Kannst du bitte rüberkommen? Hallo. Warum guckst du mich jetzt so an? Kannst du bitte rübergehen? Ich sag euch, Freunde, bis dahin lief's schon relativ gut. Wir hatten Schweini am Start, schon ein paar Werkzeuge und auch Holz. Und als nächstes wollte ich Eichenholzstufen bauen. Denn ich habe ein paar Videos gelernt, dass man mit wenig Holz relativ viele von diesen Teilen bekommt. Ich habe dann insgesamt schon 18 Stück gebaut. Und ich würde sagen, Leute, wir bauen auf der Seite jetzt hier einfach mit diesem Holz weiter. Oh mein Gott, wir haben so viele Materialien schon, obwohl wir gar nichts haben. Guckt euch das mal an. Ich baue diese Welt, wie sie mir gefällt. Das läuft richtig gut, ey. Wie gefällt dir, Schwein hier? Schon ganz dufte, oder? Lehn dich nicht zu lange zurück, denn es wird bald abgehen. Gott, was passiert hier? Eine neue Chest. Was ist da drin? Nochmal Weizenkörner. Let's go, die können wir jetzt anbauen. Oh Gott, ich habe hier richtig viel zu tun gerade. Das gefällt mir richtig. Zack, zack. Dann bauen wir das hier. Dann pflügen wir hier ein bisschen das Feld. So, Leute, Bauer Wannabe ist jetzt wieder am Start. Wir werden jetzt ein paar Sachen anpflanzen. Da kannst du gucken, wie du willst, Schweini. Du kriegst davon gar nichts ab, außer du bist lieb. Das gefällt mir richtig gut. Sag euch mit den schnellen Fingern, hier machen wir das in 0, nichts. Oh mein Gott, eine weitere Kiste. Jetzt habe ich gelernt, wenn man 2 Kisten nebeneinander macht, werden die zu einer? Hä, warte, warum geht das nicht? Ich muss das mal kurz abbauen. Schweini, guck nicht so komisch. Das wird funktionieren. Und siehe da, es geht. Let's go. Das ist meine kleine Welt hier.
Ey Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Guckt mal hier bitte. Ich habe eine eigene Plattform. Ich habe hier schon so einen Eingangsbereich. Da vorne ist Schweini. Wir haben ein Crafting Table, eine Truhe und das ist unser Feld. Sieht geil aus, oder? Achso, ihr seht mich ja gar nicht. So, das soll es gewesen sein von diesem Video. Nein, natürlich nicht. Wir fangen gerade erst an. Ihr seht also schon, der Junge hatte einen Plan. Der erste Tag ist fast vorüber. Und die nächsten Aufgaben würden auch bald kommen. Es würden noch mehr Tiere kommen, Monster werden kommen. Ich musste mich auf jeden Fall vorbereiten. Und das Ganze war gar nicht so einfach. Aber wartet ab, was noch passiert ist. Ihr werdet es nicht glauben. Der Weg ging weiter. Dieser Junge hatte einen Traum. Er wollte unbedingt seine eigene Welt erstellen. Weil die andere Welt einfach viel zu stark für ihn war. Deswegen wollte er eine Welt in Harmonie erstellen. Oha. Blocks like gravel falls down? Das ist aber gar nicht gut. Das sind Sachen, die runterfallen. Nein, Schweine, hier fallen Sachen runter. Wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen. Oh, Kiste. Wasser. Wartet mal, Freunde. Jetzt wird die Magie kommen. Wir müssen hier ein Loch reinmachen. Passt auf. Ich habe das Ganze in einem Tutorial oder so gesehen. Ich habe genau aufgepasst. Wir müssen irgendwie das Wasser jetzt beim Infinity-Block runterlaufen lassen. Oh, ich habe Angst. Habe ich wirklich richtig aufgepasst? Ich weiß es nicht. Das ist wie in der Schule damals. Wir machen das jetzt einfach. Okay, es funktioniert. Let's go, es funktioniert. Das Wasser läuft runter. Ich hab das Ganze denn aber auch. Wir müssen ein weiteres Loch reinmachen. Ich will das sehen. Fließt das Wasser runter. Es geht. Let's go. Wir haben es geschafft. Ich habe einmal richtig aufgepasst. Oh, ist ja dunkel. Schwert nach vorne. Jetzt könnte es langsam ein bisschen eklig werden. Schweini, pass auf. Ich weiß nicht, was da rauskommt. So, jetzt müssen wir nur noch diese Kiste hier loswerden. Mach dich weg, Kiste. Mach keinen Ärger. Ich brauche dich nicht mehr. Oh, oh. Nein, das Wasser verabschiedet sich. Ich habe Schwachsinn gebaut. Wasser, komm zurück. Ich habe einen Fehler gemacht. Ey, ich bin so ein Dulli. Leute, ich brauche Hilfe. Schreibt mal Hilfe in die Kommentare rein. Wie muss ich das machen? Ich weiß gar nicht, ob das alles hier so clever ist. Aber wir machen es trotzdem. Wir bauen erstmal alles ein bisschen größer. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ich Fehler mache. Ey, was mache ich hier gerade? Ihr weckt ein komischer Block. Ganz, ganz wichtig. Oh nein, ich fall runter. Oh Gott, ich bin nicht mal im Wasser gelandet. Was passiert, wenn ich sterbe? Ich bin tot, oder? Was ist das mit dem Projekt? Was geht jetzt ab? Oh mein Gott, ich lebe noch. Aber ich darf insgesamt nur dreimal sterben. Und ich habe all meine Sachen verloren. Nein, Schweini, was habe ich getan? Ich bin draufgegangen. Wir fangen wieder von null an. Und die Sachen fallen auch alle durch. Ich bin der größte Bummi auf der ganzen Minecraft-Welt. Wir müssen schnell besser werden, Schweini. Ich sag's dir. Was steht da? Bist du bereit für ein Abenteuer? Ja, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe gar keine Sachen mehr. Aber wir machen es trotzdem. Was kommt da raus? Ah, was bist du denn? Eine Liebeskiste oder so? Kann die, sind da geile Sachen drin? Oh mein Gott, fünfmal Holz. Das ist richtig wichtig. Und sogar eine Fackel. Ey, die wussten, dass es dunkel wird. Das heißt, die können wir jetzt hier irgendwo anbringen. Und dann wird es gleich hell werden. Warte ab, Schweini. Das wird ein Candlelight-Dinner werden. Und dich gibt's zur Hauptspeise. Nein, Spaß. Würde ich nie machen. Ich lasse Schweini in Ruhe. Er ist mein bester Freund und einziger Freund auf der Insel hier. Wie sieht's denn hier aus? Das ist richtig cool. Oh Gott, was ist das? Ist das Stein oder Bedrock? Was passiert hier? Hier tickt was. Upgrade in 5, 4. Oh nein, was passiert hier? Ich brauche ein Schwert. Geh weg, Schweini. Wir haben eine neue Phase erreicht. Genug mit Blumen und Bäumen? Boah, die machen uns Druck. Wir müssen uns jetzt etwas aufbauen, was ein ganzes Leben hält. Ich bin gespannt. So, Schweine, wir bauen dir jetzt mal einen Stall. Das geht so nicht weiter. Du kannst hier nicht ständig Regeln brechen. Auf der Wannabe-Insel herrschen Regeln und Ordnung hier. Ich kann nicht mehr. Ich drehe hier langsam durch. Ich kann hier gar nicht weiterbauen. Ist das dein Ernst? Oh nein, der Crafting-Table nervt. Egal, wir kriegen das schon hin. Wartet ab. Ich habe schon wieder fast runtergefallen. Oh mein Gott, wir müssen das hier zubauen. So, wartet ab, Freunde. Wir brauchen mehr Zaun. Ich will unbedingt mehr Zaun. So, Stöcke haben wir auch noch am Start. Jetzt wird's knifflig werden. So, Schweini, pass auf. Der Stall wird jetzt fertig werden. Geh jetzt mal da rein. Das ist extra nur für dich, damit dich keiner angreifen kann. Komm schon, Schweini, geh bitte rein. Ich will zubauen. Los jetzt. Mach keinen Ärger. Ey, das klappt einfach nicht. Jetzt. Let's go. Wir haben es geschafft. Schweini hat seinen ersten Stall hier. Perfekt. Und es sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Bis jetzt gar nicht so dulli-mäßig, wie ich gedacht habe. Wir machen weiter. Die Reise von Wannabe ging weiter. Er hatte einen Stall gebaut. Aber wie sollte er eine ganze Welt errichten? Das seht ihr in den nächsten 10 Sekunden. Oh mein Gott, wir haben doch ein Schweini bekommen. Ey, jetzt haben wir schon zwei. Ich nenne dich auch Schweini Nummer 2. Willkommen auf der Erde hier. Ist aktuell dunkel, deswegen sieht es ein bisschen komisch aus. Aber es wird bald hell werden und dann geht's richtig ab. Wir machen den jetzt hier mal weg. Wir müssen gleich den Stall erweitern.
Wir haben so viele Aufgaben hier. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Wir müssen die Welt erweitern, den Stall vergrößern. Wir müssen uns gegen Monster rüsten. Ey, das ist so krass. Wir bauen uns diese Welt, wie sie uns gefällt. Aber eigentlich kommt nichts herum. Weil der Wannabe ist dumm. Alter, was passiert hier? Wie sollen wir so den Enderdrachen bitte besiegen? Da bin ich noch eine Million Jahre dran. Nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Das kann nicht wahr sein. Ich habe nur noch ein Leben. Es ist schon wieder alles weg. Ich kann nicht mehr. Das kann nicht wahr sein. Wie soll ich dieses Spiel nur schaffen? Ich hasse dieses Spiel. Leute, wir fangen wieder von null an. 2 von 3 Leben sind weg. Nur noch ein einziges Leben. Wird das Wannabe schaffen? Oh, Herr Kuh, hallo. Wir hatten also 2 von 3 Leben schon verbraucht. Und wir sind noch gerade am Anfang. Und ich wusste gar nicht, was noch passieren würde. Ich habe die ganzen Sachen einfach weiter abgebaut. Es sind mehr Tiere hinzugekommen. Und ich kann euch sagen, ich weiß gar nicht, was ich mit den Tieren anfangen soll. Was guckt ihr mich alle so an? Ich habe auch keine Ahnung. Ich bin schon 2-mal gestorben. Bei mir läuft die überhaupt nicht. Kannst du reingehen, Schaf? Ohne, dass die anderen rausgehen? Rein jetzt. Und machen wir uns vor, ich war ehrlich gesagt zu blöd dazu, alle Tiere in einen Stall reinzukriegen. Ey, geht jetzt mal rein. Was ist denn das hier? Hab schon, Schaf. Geh rein. Sonst verliere ich mich hier gleich. Guck mal, es muss immer auf die harte Tour sein, ne? Immer dasselbe. So. Ey, jetzt bricht der auch noch aus. In dieser Welt herrschen keine Gesetze und Regeln. Jeder macht, was er will, oder was? Die Tage sind dann einfach so vor sich hingezogen und es folgte auf einen Morgen immer wieder ein Abend, bis ich dann die Idee hatte, wir könnten unseren Platz vergrößern, indem wir einfach eine neue Ebene bauen. Ich meine, sowas hat es doch noch nie gegeben, oder? Ich habe dann ganz einfach nach oben gebaut und habe dann wirklich angefangen, eine neue Ebene zu bauen. Und Leute, sagt mal ganz ehrlich, wie gefällt euch diese Idee? Wir gehen jetzt runter und möglicherweise, bevor die ganzen Monster kommen, werden wir uns oben unser eigenes Zuhause bauen. Was natürlich nicht so gut ist für die ganzen Tiere hier, aber das ist nicht mein Problem. Oh Gott, da ist schon wieder ein neues Tier. Und falls halt die Gegner kommen, gehen wir einfach nach oben. Und dann verteidigen wir uns da. Ey, was soll ich nur machen? Ich habe so viele Tiere. Leute, schreibt es mal in die Kommentare rein. Was soll ich mit all diesen Tieren hier anfangen? Guck mich nicht so an, ich habe auch keinen Plan. Wir müssen das Ganze hier noch mehr erweitern. Der Stall muss größer werden. Ich habe so viele Probleme. Ach so, du bist der Lustige hier, kann das sein? Der Aufmüpfige. Geh jetzt rein hier. Du bist der Letzte, der noch nicht drin ist. Hallo. Guckt euch den an, das ist der Klassenclown. Ich sag's euch. Habt ihr auch einen Klassenclown? Guckt mich jetzt mal alle an. Ab jetzt herrschen hier Gesetze und Regeln. Keiner wird den Stall verlassen. Aber wir kriegen gerade richtig viel Holz. Das ist gut, ey. Guckt euch das an, wie viel Holz wir gerade kriegen. Neue Kiste. Lasst mal nachgucken, was da drin ist. Eichensetzling. Äpfel. Und ein bisschen Wiese. Ich sag euch, eigentlich war das eine dumme Idee mit der neuen Ebene. Wer baut denn eine zweite Ebene, wenn die erste doch so aussieht? Es ist dunkel, die Monster kommen gleich raus. Und das Einzige, was ich gerade zu tun habe, wir bauen eine Treppe nach oben, um die erste und zweite Ebene miteinander zu kombinieren. So, wir bauen hier einfach ein bisschen hoch. Es wird gleich Chichi-Chichi-Peng-Peng geil aussehen. Wartet ab, ich schnips einmal. Habt ihr das überhaupt gehört? Und gleich wird die fertig sein. Perfekt, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben die erste und zweite Ebene miteinander verbunden. Jetzt kommt hier noch ein bisschen Dreck hin. Wartet kurz. Ene mene mu, raus bist du. Perfekt, wir haben es geschafft. Beide Ebenen sind jetzt miteinander verbunden. Und ich werde das gleich hier ein Haus drauf aufbauen. Ey, das wird so geil werden. Sowas bekommt ihr sonst nirgendwo zu sehen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Es war wieder an der Zeit, die Erzählstimme rauszukramen. Denn jetzt wurde es einfach weiterhin harmonisch. Es lief ganz gut, die Materialien waren da. Und es kamen immer mehr Tiere auf die Karte. Das Einzige war nur, dass Wannabe keine Ahnung hatte, was er machen sollte. Also nicht so wirklich. Wobei das komisch ist. Ich rede von mir selber in der dritten Person. Egal, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall sollte Wannabe ganz schnell feststellen, dass es auch das Böse auf dieser Karte geben sollte. Und dass aus diesem Infinity-Block nicht nur gute Sachen herauskommen. Wir machen das Ganze ganz einfach. Wir gucken, was hier rauskommt. Reagieren kurz drauf und machen einfach weiter. Wir ziehen jetzt mal durch. Ich bin der Macher. Oh mein Gott. Ich wusste doch, es kommt ein Monster. Ihr Ekligen. Ihr habt geile Helme am Start. Ihr Ekligen, lasst mich in Ruhe. Die ersten Monster, Leute. Und weg mit euch. Habt ihr irgendwas gegeben? Nö. Was seid ihr denn für Schmalspurer? Was soll das denn? Ey, danke, dass ihr da wart. Ihr habt überhaupt nichts gebracht. Das war der erste Angriff. Wir müssen aufpassen. Hier kommen bestimmt noch viel schlimmere Sachen. Oh mein Gott, das sind schon wieder 2. Ey, da hört mal auf, hier mich anzugreifen. Kann ich die wegblocken? Das Gute ist, die Sonne kommt gleich, die werden eh brennen. Aha. Ihr könnt nichts gegen mich machen. Boxen mich doch. Wieso kommt ihr so nah? Hallo. Ich
mit Sicherheitsabstand. Gott, die ballern mich trotzdem kaputt. Oh mein Gott, ich werde sterben. Nein. Ich muss mich ja zusammenreißen. Das ist meine letzte Chance. Ich muss dieses Fleisch essen. Ich habe nur noch 2 Herzen. Oh mein Gott, ihr sollt draufgehen. Boah, das war richtig knapp. Wir hätten fast verloren. Fast wäre diese Serie einfach vorbei gewesen. Ich habe schon das Licht gesehen, Leute. Das war jetzt aber richtig knapp. Das war richtig knapp, knapp, knapp. Wir müssen aufpassen. Wir brauchen unbedingt mehr Eisen für eine Rüstung. Komm schon, gib mir was. Wer bist du denn? Die klappte Spinnen. Müssen wir ausschalten. Ja, die machen aber gar nichts. Voll Glück gehabt. Warte mal. Willst du mein Haustier sein? Ich sag dir, wie es ist, ne? Wenn du dich mit den anderen vertragen solltest, habe ich damit kein Problem. Dann ist das in Ordnung für mich. Ich mag zwar keine Spinnen, aber der verhält sich ruhig. Und das, meine lieben Freunde, war der Beginn einer sehr kurzen Freundschaft zwischen mir und einer Spinne, die ich eigentlich über alles hasse, weil ich Spinnen total ekelhaft finde. Ey, Leute, guck mal, was Spinny da oben macht. Der dreht langsam richtig durch. Ich glaube, der spinnt ein bisschen. Ey, geh nicht in mein Haus rein. Oh, ich mag sie doch irgendwie. Ich glaube, wir nennen sie Spider-Man. Gefällt euch der Name? Ey, was macht die Spinne da? Spinne? Oh mein Gott, ich sag euch, das kann mein bester Freund werden, wenn die so weitermacht. Die ist ja richtig aktiv hier. Ich muss mich beschützen, Spinne. Oh mein Gott, ein Creeper. Pass auf. Das ist gar nicht gut. Wir werden draufgehen. Wenn der explodiert, geht die ganze Karte kaputt. Wir müssen ihn hier wegkriegen. Achtung. Fall runter. Boom. Ey, das ging ja sogar noch. Boah, das war richtig knapp. Hast du das gesehen, Spinne? Gut, dass wir den an den Rand bekommen haben. Sonst wäre die ganze Karte weg gewesen. Ey, der guckt ja nur zu. Du solltest mir doch helfen. Egal, ich mag dich trotzdem. Du bist der Beste. Und dann ist diese Spinne hingegangen und hat einfach den 31er gemacht. Ich habe sie einfach nur angeguckt. Die dachte sich so, nö, kein Bock mehr auf den Dude. Ey, greif mich nicht an, Mann. Und so endet unsere Freundschaft, oder was? Ich habe dich geliebt, Mann. Du warst Spider-Man. Mein Freund, ich will gar nichts gegen dich machen. Beruhig dich wieder, komm schon. Ey, so ekelhaft. Ich habe dich ernährt. Wir haben Tage miteinander verbracht. Wir hatten schöne Momente. Und so dankst du mir das. Merk dir eins. Verbünde dich niemals mit der Spinne. Das sind 31er Tiere. Boah, ich sag euch, ich glaube, das reicht für einen Tag. Ich meine, wir sind schon bei Tag 5, 10 oder so. Ich rechne gar nicht mehr mit. Ich würde sagen, wir bauen das Haus hier nochmal ein bisschen auf. Das sieht irgendwie ein bisschen schlecht aus. Okay, Freunde, passt auf. Ich würde sagen, wir bauen das Äußere einfach komplett mit Stein, werden das Dach wahrscheinlich mit Holz bauen und bauen so unser erstes Häuschen hier. Ich bin so gespannt drauf. Materialien haben wir. Der Rohbau beginnt. 3, 2, 1, go! Speedrun! So, wir müssen jetzt nur noch das Dach fertig bauen. Und dann ist die Casa de Wannabe auf jeden Fall fertig. Ey, was machst du denn hier oben? Ey, du Spinner! Was willst du von mir? Geh nach unten! Ey, die ersten wollen hier schon einziehen. Ich glaube, Spinne. Ich kann nicht mehr. Was ist das für eine verrückte Welt hier? Du sollst runtergehen. So, Freunde. Ich baue mal eben das Dach fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. Ein Dach ist schon mal vorhanden. Ey, kannst du jetzt mal bitte aus meinem Haus rausgehen? Hallo. Ich sag's dir einmal freundlich. 3, 2. Okay, hat funktioniert. Geh nach unten. Dann machen wir jetzt hier noch ein bisschen Licht rein. Da sind wir gleich schwuppdiwupp fertig fürs Erste. Ja, Glas können wir noch nicht bauen. Ey, du kommst ja schon wieder. Na, hör mal. Leute, guckt mal kurz weg. Ich muss das regeln mit ihm hier. Jetzt geht's endlich runter, Mensch. Er spinnt ja wohl. Ey, Leute, es hat echt funktioniert. Er ist einfach so runtergegangen. Jetzt machen wir das hier noch weg. Und dann würde ich sagen, sieht gut aus, oder? In der nächsten Folge können wir eine Tür drauf machen, können das Ganze noch ein bisschen verschönern, Glas reinmachen und die Welt viel weiter ausbauen. Und am Ende kämpfen wir einfach gegen den Enderdrachen. Ist doch easy peasy. Ja gut, Freunde, das soll es von der ersten Folge gewesen sein. Falls ihr Bock drauf habt noch auf eine weitere Folge, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare rein. Spamt den Abo und den Like-Button und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal.